Sie ein Redakteur sind oder ein Administrator von Confluence und starten gerade mit der Nutzung, dann ist das Erste, was Sie machen sollten, einen Bereich oder einen sogenannten Space in Confluence anzulegen. Spaces und Bereiche werden verwendet, um Confluence zu strukturieren. Das heißt, damit können Sie in Ihrem Confluence unterschiedliche Inhaltsbereiche definieren, in die Sie dann später Wiki-Seiten mit Dokumenten und Informationen dann drum und dann reinlegen können. Und das ist halt einfach der erste Schritt, den man macht. Wenn man in die Instanz reinkommt, klickt man hier oben auf Create Space. Wenn Sie das jetzt selber machen wollen und haben keine eigene Instanz oder wollen eine Testinstanz haben, dann können Sie unseren Swift-Service nutzen unter swiftservice.media.net. Gehen Sie einfach hier hin, wählen Confluence aus, geben eine Subdomain und Ihre E-Mail-Adresse ein, klicken auf Sign Up und eine halbe Stunde, Stunde später kriegen Sie von uns die Zugangsdaten zugeschickt und können sich dann da nach Herzenslust ausprobieren. Also Sie klicken auf Create Space. Und dann kommen Sie auf eine Space Template, also eine Vorlagenübersicht für Bereiche in Confluence. Das würde ich am Anfang komplett ignorieren. Also wählen Sie den Blank Space. Es ist ganz hilfreich, diese Vorlagen zu haben, weil man da vorstrukturierte Inhalte, die man dann einfach nur füllen muss, nutzen kann. Das ist für einige Benutzer hilfreich, weil dann es gibt ein sogenanntes Empty Page Syndrome, also leere Seiten werden wirken abschreckend auf Nutzer. Aber zum Starten würde ich trotzdem einfach ein Blank Space nehmen. Confluence ist sehr einfach und wenn Sie jetzt dieses Video schauen, dann gehe ich davon aus, dass Sie auch selber ausprobieren wollen. Und da ist dieser Blank Space einfach eine Reduktion von Komplexität am Anfang sehr hilfreich, meines Erachtens. Den wählen Sie aus und drücken hier unten auf Next. Und dann müssen Sie einen Namen und einen Space Key angeben. Den Namen kann man später verändern. Testbereich für meine Abteilung XYZ oder sagen wir mal Forschung und Entwicklung. Und das nenne ich jetzt einfach mal FUE oder FE, die Forschung und Entwicklung. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, einen Space geschlossen zu machen. Da lauert schon der erste Fehler. Viele Leute sagen manchmal, wer weiß, was wir da reinschreiben, vielleicht ist das ja geheim und dann mache ich das lieber mal geschlossen. So eine kollaborative Software für Teams wie Confluence lebt davon, dass Leute mitarbeiten. Und mitarbeiten können die natürlich nur, wenn sie Inhalte sehen können. Sie wollen, dass Spaces öffentlich sind, außer es gibt firmenpolitische starke Richtlinien oder gesetzliche Anforderungen. Also gesetzliche Anforderungen wären zum Beispiel Personalinformationen, zum Beispiel Informationen über Krankheiten von Mitarbeitern oder sowas, das darf man nicht allen Mitarbeitern zugänglich machen und das gehört sich auch nicht. Deshalb sollte dieser Bereich für Personalinformationen nie öffentlich sein. Aber das ist sowieso nicht das, womit man anfängt, so einen Confluence auszuprobieren, sondern die allermeisten Sachen, das Confluence ist ja eh geschlossen, das heißt, können nur meine Mitarbeiter drauf, die davon aussehen. Vielleicht ist jetzt mein Bereich Forschung und Entwicklung nicht das beste Beispiel, und man würde das hier schließen. In den allermeisten Fällen wollen Sie das offen halten, weil genau dann das Confluence und diese Kollaborationsfunktion seine Stärken ausspielen kann. Und das drücken Sie einfach auf Create und dann geht's los. Wir haben jetzt hier verschiedene Bereiche, Technologies, Prozessdokumentation, Home, Marketing. Es gibt noch ganz viele andere Bereiche hier drin. Und wenn Sie die angelegt haben, können Sie die ersten Wiki-Seiten erstellen. Das zeige ich in einem anderen Video. Ganz wichtig, erster Schritt als Editor, Spaces anlegen. Kann man sich sehr umfangreich Gedanken drüber machen. Sie können aber auch am Anfang einfach erstmal einen einzigen Space anlegen. Den nennen Sie irgendwie, wie Ihr Unternehmen heißt, und packen da alle Informationen rein. Wichtig ist, benutzen Sie bitte nicht den Demonstration Space, der schon da ist, weil Sie später die Inhalte exportieren wollen und vielleicht in eine andere Instanz, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt bei Swift das starten, wollen Sie vielleicht später in einer lokal installierten Instanz weiterarbeiten und dann wollen Sie es exportieren können. Deshalb wollen Sie Ihren Inhalt in einem eigenen abgekapselten Space haben, dann kommt er da schnell raus und kann in ein anderes Confluence schnell wieder rein. Und der Demonstration Space würde dann werden halt voll mit lauter Demo-Inhalten, die Sie später gar nicht mehr gebrauchen können. Also eigener Space anlegen und da die ersten Wiki-Seiten anlegen. Das ist der erste Schritt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.